Schlüssel erforderlich. Gut, gut. Schnüffeln hier herum wie Hunde im Abfall. So, kann ich mich mit dir noch mal unterhalten? Ha? Ne, kann ich nicht. Schade. Dieser Drecksack hat mich nicht reingelassen. Wir sehen uns später. Denk an die Waffe. Level aufgestiegen. Charakter. Ne? Zeichenschaden. Art Zeichen. Axi-Zeichen. Verhexter Gegner erhält 20% Schaden. Zeichenschaden plus 5. Quinn legt hier 20% des Schadens. Ja. Kann man machen. Ich würde sagen. Sieh an. Wie steht's denn mit der Gastfreundschaft des Herrn Kommandanten? Leute wie er können uns helfen. Oder in Ketten werfen und Strom abwärts schicken. Er sagte mir, dass auf einer Barke Skoyatel festgehalten werden. Hat er auch gesagt, dass sie dort Kiaran Eb Esnilin, die rechte Hand Jorvets, gefangen halten? Nein. Statten wir ihm einen Besuch ab? Vielleicht weiß er etwas über den Königsmörder. Komm. Okay, dann machen wir das noch. Ich? Geld oder Leben? Und er? Er sagt, ich hab hier was für. Na? Was wollt ihr hier? Mit dem verwundeten Gefangenen sprechen. Ich darf keinen reinlassen. Ich erfülle einen Auftrag von Kommandant Loredo. Tja, er soll sich mit dir geeinigt haben, aber... Geh mir aus dem Weg. Aus dem kriegt ihr eh nichts mehr raus. Dekrepiert. Ab hier halt runter. Endlich die Schnauze da unten! Guck! Der... Sei gegrüßt. Gut fort! Den haben sie ja zugerichtet. Er hat etwa ein Dutzend Brüche. Ich brauche deine Hilfe. Was soll ich tun? Der Zauber ist sehr schmerzhaft. Wenn er sich sträubt, könnte ich ihn töten. Dann stelle ich ihn mit dem Axi-Zeichen ruhig. Genau. Axi. Das wird nichts. Da kannst du lange warten, du Hurensohn. Ich bin kein Verräter. Er fantasiert. Fahrt gern. Wo bin ich? Auf der Gefängnisbarke in Flotsam. Auf der Barke der Verdammten. Dann ist es aus mit mir. Wie konnten Loredos Soldaten Jorvets Stellvertreter erwischen? Die hätten mich nie erwischt, wenn ich nicht verraten worden wäre. Da ist ein Hexer in Jorvets Abteilung. Und wie jeder Deune hat er sich schließlich als Abschaum erwiesen. Was ist geschehen? Er hat uns verraten. Wir haben uns getroffen, wo die Rosen der Erinnerung wachsen. Er hat mir eine Abmachung vorgeschlagen. Ich hätte es wissen müssen.
Rosen der Erinnerung? Ja, die letzten. Er dachte, für das Kommando über die Truppe würde ich den eigenen Bruder verraten. Da lag er falsch. Und es kam zum Kampf. So etwas habe ich noch nie gesehen. Kein Mensch kann sich so schnell bewegen. Ein Massaker. Ich war der Erste, der zu Boden ging, deswegen lebe ich noch. Ich wäre verblutet, hätten Loredos Männer mich nicht gefunden. Leto wird Jorvet töten. Und dann zerfällt alles. Viele Opfer, so viel Leid und alles umsonst. Leto ist der Königsmörder? Ja. Okay. Was nützt dem Deune Jorvets Tod? Er hat uns eben benutzt. Und als Jorvet nicht mehr nützlich war, ich weiß nicht, was er eigentlich will. Was will Jorvet? Warum gerade Flotsam? Fick doch deine Faust! Du musst es mir sagen. Ich bin auf eurer Seite. Wenn das so ist, Flotsam ist erst der Anfang. Wir sind keine Banditen. Wir kämpfen um die Freiheit. Wenn die Zeit gekommen ist, nimmt Jorvet die Herausforderung an und wir ziehen aus dem Wald in die Schlacht. In welche Schlacht? Das hat er nicht gesagt. In dem Fall erfahre ich es von Jorvet persönlich. Das will ich sehen. Wir haben, was wir wollten. Und jetzt? Jorvet. Und wenn Jorvet es schon weiß? Dann erinnere ich ihn an das alte Sprichwort, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Warne ihn, Gwynblade. Jorvet kämpft, weil er das am besten kann. Er ist ein Enseide, ein echter, freier Enseide. Einer der Letzten. Dieser Kampf hat einen Sinn, jetzt mehr denn je. Es gibt noch Hoffnung. Wovon redest du, Kiaran? Was für Hoffnung? Auf Veränderung, auf ein besseres Morgen. Ich werde es nicht mehr erleben. Sie bringen mich auf diese Barke und dann gehe ich hin, wo die Apfelbäume blühen. Aber ihr müsst Jorvet warnen. Yennefer sagt, dass Ciri von uns gegangen ist und nun glücklich in einer besseren Welt lebt. Zuvor hat sie uns die Malus-Insel geschenkt. Unsere Insel. Wir verlieren das Zeitgefühl. Die Menschen halten die Geister der wilden Jagd für unbesiegbar. Sie rasen über den Himmel, Schwerter aus Blitzen und leichten Händen. Sie entführen immer wieder Menschen, die dann ihre Reihen verstärken. Sie verbrennen den Obstgarten und die Hütte und zertrampeln unsere Insel. Sie entführen Yennefer. Ich muss sie retten. Zurück in die Wirklichkeit gelangen. Auf den Weg des Hexers. Also. Er wurde von der wilden Gerald, Jagd gefangen. Ist dir nichts geschehen? Ich war auf der Malus-Insel, in den Nebeln, nach dem Pogrom in Riva. Ciri hat Yennefer und mich dorthin gebracht. Dann haben diese gespenstischen Reiter Yen entführt und ich habe sie verfolgt. Aber... Triss, es ist wichtig. Ich spüre, dass alles zusammenhängt. Als mich die Hexer vor einem halben Jahr halbtot bei Kaer Morhen fanden, hatten mich diese Reiter gejagt. Sie haben mich auch in der Vorstadt verfolgt und in Vysima, als ich den Großmeister getötet hatte. Nun weiß ich, dass das kein Zufall war. Kiaran sagt, dass hier die Rosen der Erinnerung wachsen. Cedric hat sie auch erwähnt, wenn das stimmt. Momentan sollte ich Jorvet im Walde suchen und keine Blumen. Könnte ich dir dein Gedächtnis zurückgeben? Was? Wirklich? Es sieht ganz so aus. Was auch immer deine Erinnerungen blockiert, es wird schwächer. Mit einem einzigen Blütenblatt einer Rose der Erinnerung könnte ich die Barriere vermutlich sprengen. Diese Blumen sind sehr mächtig. Dann muss Jorvet warten. Soll ich mitkommen? Das würde mich freuen. Dann brechen wir auf. Cedric erwähnte ein paar alte Elfenbauten beim Wasserfall im Wald. Lass uns dort anfangen. Bring uns hin. Halt endlich die Schnauze da unten!
Guck, der Fieberkranke schläft. Wach auf, du Aas. Du wirst noch früh genug ewig schlafen. Die Schnepfe ist ja ganz nass. Hey, Schnepfe, wirst du bei meinem Anblick feucht? Wow. Also, die haben wirklich sehr gute Dialogzeilen. Also, Tolkien ist Loredos Laufbursche ist ganz schön dreist, was anderes. Ja, ich würde sagen, wir speichern hier mal. Und ich sag dann fürs heutige oder für das heutige Spiel bis zum nächsten Mal. Haut rein.